Ani ist auch, finde ich jetzt, also Attack on Titan ist so heftig gut und fast flawless, aber Ani ist einer der nicht so gut gelaufenen Charaktere von Isayama im Endeffekt. Weil ihr verziehen wurde? Nein, aus vielen Gründen. Einfach, weil das auch so ein bisschen, die war so auf Hold und dann war sie gefühlt so lange auf Hold, dass sie mir schon am Arsch vorbeiging und so. Und sie ist auch irgendwie auf Hold geblieben, Alter. Ja. Weiß ich nicht. Also es ist nicht schlecht, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Alter, bald wird der Ani-Joker gepult, aber irgendwie wurde er nie gepult. Ja, und crazy. So. Vor allem, wenn man überlegt, wie heftig ihr erster Auftritt war. Denkt man, da kommt mehr. Die kam halt ein bisschen spät, ne? Die wurde relativ früh rausgenommen so. Und dann kam sie wirklich ganz, wo ich schon gar keinen Turn mehr hatte, ja. Also so, wo Eren dann gesagt hat, jetzt geht's los. Ab dem Punkt kam sie dann. Das war wirklich, keine Ahnung, die letzten 15 Chapter oder sowas, oder 20. Und also bei ich finde, Rainer ist so dieses Paradebeispiel dafür, um zu erklären, wie genial Attack on Titan ist. Weil Rainer ist schon einer der wichtigsten Charaktere, aber es hat sich nie so angefühlt. Das kam irgendwann in, ich würde so sagen, in Season 3 oder so kam das erst so richtig zum Tragen. So. Selbst bei der Szene, wo er von der Mauer fällt mit Eren zusammen, wo er diesen, Alter, dieser Reveal, schau mal, wenn du nur aufzählst, dieser Dings-Kopfschuss-Moment, einer der besten Attack on Titan, dieser Mauer-Reveal, wo er revealed, wer er ist, einer der besten Attack on Titan, und diese ganze Dynamik zwischen Marley und Ding, für mich repräsentiert Eren Paradise und er Marley. Und das funktioniert so heftig gut nebenbei, während ein Eren komplett auserzählt ist, funktioniert Rainer einfach die ganze Zeit nebenbei mindestens genauso gut. Und ich bin einfach voll entzückt von diesem Charakter gewesen, weil ich gar nicht erwartet habe, dass der so genius wird. Safe. Aber weißt du, was ich auch geil fand? Da gibt es eine Szene, und die fand ich, war im Anime sogar besser umgesetzt als im Manga. Da sitzt er am Tisch mit seiner Familie und mit Gabi und so. Mm. Und die fragen ihn, wie war es denn eigentlich mit diesen ganzen Teufeln? Ja, Mann. Und er fängt an, Alter, so banale Sachen zu erzählen. So, ja, die hat eine Kartoffel geklaut, weil die irgendwie geistig behindert ist. Der eine hat die ganze Zeit irgendwie nur Faxen gemacht, weil er irgendwie dumm ist, so. Und er lächelt so ein kleines bisschen dabei. Mm. Und du merkst, er versucht, Sachen zu finden, um die schlecht zu reden, aber er hat eigentlich nichts. Und er weiß es innerlich auch selber, weil die sind keine schlechten Menschen. Aber er muss dann irgendwie ein Bild schildern, dass die voll die Monster sind. Und das ist so eine geil kontroverse, vor allem mit der Musik in dem Moment, das ist so eine geile Parallele irgendwie. Alter, das ist so heftig. Ich finde auch, Rainer in Paradise fand ich viel interessanter als Eren in Mali. Also beides todesgeil und sehr coole Parallele und so. Aber Rainer hat halt so diese Gewissensbisse, weil er hat das so auf eine andere Art erfahren. Eren war ja noch voll von Hass durchtrieben, als er dort war. Also er hat eigentlich gar nichts dort gelernt. Während Rainer seinen Hass quasi dort verloren hat, aber dadurch in so eine Zwischenlage gekommen ist. Was bin ich jetzt? Bin ich aus Paradise? Bin ich aus Mali? Sind wir uns überhaupt so verschieden, wie sie uns alle beigebracht haben und so? Sein ganzes Leben war so eine Lüge und er musste das lernen. Das ist zu heftig. Also Rainer ist gleichzeitig der beste Attack on Titan Charakter und gleichzeitig so der underratedste Attack on Titan Charakter. Also für mich ist er safe S-Tier. S? Ja. Ich finde auch A oder S. Ich sehe nichts wirklich Schlechtes an ihm. Und das ist für mich so eine Meisterleistung an Writing. Ich finde es Hammer. Hammer-Charakter. Ich gehe mit S. Ich enthalte mich. Ich bin noch nicht durch. Leute, wie wäre es als nächstes mit Zuko aus Avatar? Damn. Mit Verlaub. Kein Anime, kein Manga, juckt uns nicht. Nur auch Thaddeus als Antagonist. Thaddeus, wer ist? Mr. Krabs à la Plankton. Alle Zuko. Gibt es irgendjemand, der einen krasseren Wandel durchgemacht hat als er? In Fiction? Ja. Ja. Ich überlege gerade, hast du irgendwie ein Beispiel oder so? Ja, ich würde halt so sagen, so Leute wie Musashi oder Thorfinn oder Guts oder so, aber sonst. Oder halt, keine Ahnung, Voss, Kaneki. Aber überleg mal, auf welchem Level wir hier reden, weißt du? Also Zuko. Zuko ist eigentlich das Äquivalent zu Shonen. Weißt du, ich finde auch, Rainer hat zum Beispiel einen krasseren Wandel als Zuko gemacht. Aber ich verstehe deine Frage so. Weißt du, wenn du das jetzt vergleichst mit den Leuten, wo alle ausrasten, Eisen ist so heftig, Kaido, Doflamingo, Zuko wischt die alle auf. Ja. So. Zuko ist krasser als die allermeisten Shonen-Charakter. Zuko hat ja eigentlich ein ähnliches Problem wie Rainer, dass er auf eine bestimmte Art und Weise erzogen wurde und dann lernt er die Welt wirklich kennen und realisierte Sachen nicht so sind, wie er es gedacht hat. Aber er will dran festhalten. Und wir haben ja auch in unserer Domian-Folge darüber geredet, was das mit einem macht, wenn man vor allem seine Eltern stolz machen will, auch aus kulturellen Aspekten. Das ist ja etwas, was ihn sehr lange manipuliert, dieses Ehre wiederherstellen. Natürlich. Ich muss Ehre wiederherstellen, damit mein Vater mir ins Gesicht schauen kann. Ja, und gleichzeitig ist das so ein nachvollziehbarer Grund, der irgendwie nicht aus der Fantasie gegriffen ist, sondern für jeden was ist, mit dem er sich identifizieren kann. Und
alles, was passiert, ist irgendwie nachvollziehbar für mich. Ja, es ist auch eine geile Thematik, dass er quasi die Erziehung seiner Mutter und sein Vater in sich trägt und dass die gegeneinander kämpfen. Seine Mutter wollte immer das Beste für ihn und die war sehr viel weltoffener und sein Vater ist halt einfach Mussolini gefühlt und will nur Tod und Zerstörung und Funktionalität bei Leuten. Und das clasht dann auch mit ihm, ne? Das hat sogar zur Folge, dass er körperlich krank wird, weil er versucht, gute Sachen zu machen, aber es entspricht eigentlich nicht den Sachen, die er gelernt hat. Ja. Und dass er dann doch das bekommt, was er immer wollte und er wird als Held gefeiert und er ist todunglücklich, weil er merkt, das war nicht der richtige Weg. Er hat seinen Onkel verraten, er hat die wirklich wichtigen Menschen in seinem Leben verloren. Und er geht dann den viel härteren Weg, konfrontiert seinen Vater, was sehr schwer war zu dem Zeitpunkt, weil sein Vater ist ein Psycho, der würde ihn umbringen. Er hat es trotzdem gemacht und er schließt sich eigentlich dem Verliererteam an. Weil die Feuernation war ja schon am Gewinnen eigentlich. Und er hat trotzdem gesagt, ich gehe jetzt zu Team Avatar und wir reißen das irgendwie. Und das ist eine unfassbar starke Entscheidung, weil eigentlich war er schon im Siegerteam. Er ist einfach so auslaufen lassen können. Und er hat sich trotzdem fürs Richtige entschieden. Ja. Ich fand auch krass, wie er seine Zweifel und sein Zwiespalt durch diese Maske kompensiert hat und damit agiert hat. Ist auch geil, wie Iroh seine, es ist auch sehr ähnlich mit Thorfinn und seinem Vater, wie Iroh ihm die ganze Zeit Lektionen beigebracht hat, die er zwar gehört hat, aber die er noch nicht so richtig greifen konnte, weil er erstmal sie durchs Leben verstehen musste und so. Also es ist so krass, ne, wenn wir haben vorhin versucht, so Parallelen zu schlagen von Zuko seinem Development zu anderen Charakteren und du greifst halt nur in Richtung Peak Fiction, wenn du das versuchst. Ja. So. Zuko ist der Charakter, der Shonen-Antagonisten lächerlich dastehen lässt, so ein bisschen. Ja. Er ist so der, wo du dir manchmal denkst, Alter, was feiern wir eigentlich die ganze Zeit, wenn es solche Leute gibt, so dumm gesagt. Also es ist schon sehr beeindruckend, wie leicht es aussieht, so einen guten Charakter zu schreiben. Und ich liebe es auch, dass es kein 180-Grad-Twist in einem Moment ist, sondern dass er wie so ein Eisblock aufgetaut ist, so ein bisschen. Das ist so cool gewesen, wie die sich angenähert haben und so. Unglaublich glaubwürdig und so schön organisch, Mann. Ich liebe diesen Typen. Ja, so ein geiler Charakter. Zuko ist charakterlich, finde ich, das Meisterwerk von Avatar. Ja, ich finde ihn auch besser als Aang. Ja, ich finde ihn auch besser als Aang. Ich finde aber auch, Azula ist extrem gut geschrieben. Ja. Die wären für mich so auf so einem ähnlichen Level. Aber wie ranken wir jetzt den Boy eigentlich? Ich sage, also unter A, da bin ich raus. Auf gar keinen Fall. Ja. Auf gar keinen Fall. Ich finde S schon, oder A. Ich bin auch dabei. Ich will halt nicht anfangen, jetzt S zu overblown. Ne? Das ich auch nicht, ja. Leute in S reinpacken, weil es soll ja schon für was stehen. Aber er ist halt wirklich gut. Er ist extrem gut. Also, sehr, sehr gut. Warum sollte er S nicht verdient haben, denke ich mir, weißt du? Weil irgendwie. Ja. Also ich denke gerade nach, mir fällt nichts Negatives bei ihm ein. Er ist einer der rundgeschriebensten Charaktere in Avatar, einer der bestgeschriebensten. Und er hat für mich auch einer der besten roten Fäden in allen Staffeln so. Mm. Das ist ein sehr, sehr schöner Aufbau, wo alles Sinn macht. Ja, voll. Was ich auch so krass finde, ist, ne, so ich kenne ihn halt seit meiner Kindheit und ich hatte nie so Bock auf Avatar, weil Aang, sein Design hat mich nicht angesprochen. Diese Glatze ging mir auf den Sack und so, ne? Und ich wollte lieber Drake und Josh und so schauen. Das ist ja gleicher Sender, gleiche Ära und so. Ja. Und Zuko ging mir auch so auf den Sack. Ich dachte mir, was will der, Alter? Der sieht so unsympathisch aus mit seinem Zopf und seinem abgefackelten Ohr. Ja, und alles Mögliche, ne? Und das soll er ja auch. So soll er auch wirken. Ja. Und wie er dann im Buch Feuer, wie sympathisch er dann wirkt und wie auch so ein bisschen attraktiv ist und so, weißt du? Und du hast so voll Mitleid mit ihm und willst so nur das Beste für ihn und so. Also genau wie dieser Wandel geplant war, genau so hat das bei mir perfekt funktioniert. Und ich denke auch, dass das bei den meisten genauso funktioniert hat. Schon krass. Also ich sage ehrlich, mir fällt nicht mal was ein, was mich an ihm stört. Also ich überlege, aber allein als er zu Team Avatar kommt und er kann nicht mit denen connecten, weil er hat keine Social Skills. Er hat das nie gelernt so. Er weiß nicht, wie er mit denen umgehen soll. Ja, du merkst, wie er unbeholfen er auf einmal ist, wenn er auf einmal versucht, eine gute Seele zu sein. Weil er hat sein Leben lang, wo er darauf gedrillt, keine gute Seele zu sein. Das ist voll krass. Es ist so gut. Ja, sagst du nicht S, sagst du. Ich überlege halt auch, wo kann man da Fehler finden. Aber man muss da wirklich mit einer Lupe suchen und selbst dann wird man nicht richtig finden. Ich finde allein, wenn das schon vorhanden ist, dass man so genau nachschauen muss nach Fehler. Das ist eigentlich schon S-Tier-Contender. Ja, Contender, ja. Und dazu kommt ja noch, wie viel der. Oder ist der für euch auf Johann-Level, Alter? Nein. Das ist das Ding halt, ne? Nicht auf Johann-Level, aber im gleichen Tier wie Johann. Finde ich. Ein bisschen weiter runterschieben. So. Schau mal. Seid ihr einverstanden mit Lower S-Tier? Guck mal, was im S so chillt. L, ich sag ehrlich, Zuko finde ich besser als L. Ja, nicht auch. Krass, aber ich finde ihn besser als L. Ryu, schwer zu vergleichen. Rainer, ich finde Rainer und Zuko können sich auf jeden Fall ein Tier teilen. Control Devil finde ich besser, Kira finde ich besser, P
Piccolo finde ich schlechter und Meruem finde ich besser. Ich finde, es passt. Jetzt. Also steht er da richtig, finde okay, ich. So. Okay. Schieben ihn weiter runter. Machen wir Low S Tier und dann ist gut. Oder wir ziehen L mit runter, würde ich sagen. Nee, L würde ich nicht gerne runterziehen. Dann lassen wir die in S. Let's get Wobei, it. Ich könnte auch mit L im A leben, aber... Also L ist für mich... Du hast mir gerade schon einen Antagonisten so schlecht geredet. Bro. Jetzt fühle ich mich schuldig, wenn ich einen von denen mag, Mann. Ja, welcher Shonen... Schau mal, wir können auch ein bisschen länger drüber reden. Warum nicht? Welcher Shonen-Antagonist ist besser als Zuko? Ich sag Control Devil, Meruem. Und dann wird's schon, dann wird das Eis schon sehr, sehr dünn. Piccolo. Nee, finde ich nicht. Fällt dir jemand ein? Shonen? Ich überlege gerade. Es gibt safe noch welche, aber es ist gerade... Also mein Problem gerade ist, die sind für mich alle so gut, dass jeder für sich steht. Und ab dem Punkt macht es irgendwie gar keinen Sinn mehr, die zu vergleichen. Nee. Ja. Die halt das ist so, so gut, dass du mit Da Vinci vergleichst. Aber ich hab noch ein paar Dinge. Enishi finde ich besser. Okay. Toguro, Young Toguro finde ich besser. Ja, Toguro ist halt ein Brett, ne? Ja. Aber interessant, ne? Wie geil Zuko ist und wie man den halt immer rausrechnet. Einfach weil Ich finde, es ist dann auch so ein bisschen davon abhängig, wie sehr feierst du eine Thematik. Weil das zum Beispiel mit Meruem vom Konzept her feiere ich einfach mehr. Dieses Konzept selber. Aber das mit Zuko ist trotzdem immer noch unfassbar gut geschrieben irgendwann. Meruem ist auch, finde ich, also ich finde, das sind beides nicht die originellsten Thematiken, ne? Mensch versus Beast und Mensch, der von Böse zu Gut wandelt, das haben wir schon oft gesehen, aber bei beiden halt in so einer Perfektion, das ist krank. Ja, es kommt auf das Wie an, Rudi, ja, die Umsetzung. Wie macht man das, ne? Leute, der nächste Antagonist, Buu aus Dragonboru. S-Tier, was, S-Tier sehe ich den nicht, aber ich mag Dämon Buu. Für mich ist er leider maximal B-Tier, weil ich für mich auch maximal Freezer so viel besser finde. Hey, mit B kann ich leben. Also ich finde, Buu ist jetzt auch nicht der Weltenverbesserer im Shonen-Genre, aber er macht seinen Job gut. Was würdest du sagen, sind so die besten Qualitäten bei Buu? Dass er zwiegespalten ist. Dass es nicht nur den Guten und den dass es nicht nur den bösen Buu gibt, sondern dass es den Guten und den Bösen gibt und noch 100 andere Schattierungen zwischendurch. Das Mischwesen Gut und Böse, das reine Gute und das finde ich ziemlich interessant. Und dass Buu auch einen Wandel durchlebt hat, als er mit Mr. Satan gechillt hat, todeslustig, Mann. Ja. Und Buu ist halt, genau, das kommt dazu, er ist ein lustiger Antagonist, Mann. Aber reden wir jetzt von Fat Buu oder Buu allgemein? Ganz Buu, Buu als Allgemeinkonzept. Also, was ich zum Beispiel nicht an Buu mag, ist, wie er entstanden ist. So, kommt aus irgendeiner random Zauberlampe, die so plötzlich gespawnt ist, so gefühlt. Und ja, er kommt aus dem Ei. Das ist so, ja, es ist halt so, ich finde seine Entstehung nicht so geil. Ich finde ihn auch nicht so gut wie zum Beispiel Freezer und Cell. Verstehe ich. Seine Herkunft ist jetzt ein bisschen nicht an den Haaren herbeigezogen, aber so random aus dem Nichts. Ja. Weißt du, vergleich das mal mit Cell. Oder Freezer. Zum Beispiel, ja. Da hat man nochmal ein bisschen mehr. Und das ist so schon mein größter Kritikpunkt an Buu. Ich mag diese Entstehung nicht wirklich. Also genauso wie ich bei Eisen sage, ich finde sein Finale scheiße, finde ich bei Buu so ein bisschen die Entstehung scheiße. Aber ganz ehrlich, alles andere ist doch hammergeil an dem Typen. Geht. Ich weiß nicht. Es wirkt halt ein bisschen so, wie ich brauche jetzt einen Antagonist. So wirkt Buu. Ich bin generell nicht der größte Fan von Buu-Arc. So. Das ist für mich der schwächste Dragon Ball-Arc. Mich aber auch. Aber es gibt zwei Sachen, die mochte ich sehr am Buu. Und das eine ist, als er Fat Buu ist, da hat er dieses Kindliche. Und du hast quasi so ein Kleinkind mit aber super viel Kraft. Und das hat ihn immer so ein bisschen unpredictable gemacht, weil du weißt jetzt nicht hundertprozentig, was kommt. Verwandelt er dich in Schokolade oder feiert er dich vielleicht? Ja. Und das hat das immer so ein bisschen spannend gemacht, weil du nicht wusstest, wie reagiert er jetzt auf gewisse Situationen. Deswegen war das auch sehr interessant mit Mr. Satan, weil ich habe damals die ganze Zeit darauf gewartet, wann fuckt er ihn ab und dann killt er ihn so. Aber es kam halt nie so. Es gab da so eine Szene, wo Mr. Satan gesagt hat, komm, Buu, wir machen ein Foto. Dann sagt Buu, okay, was soll ich machen? Mr. Satan sagt, leg dich auf den Bauch hin und er legt so seinen Fuß auf ihn drauf und macht so den. Dann steckt er das so ein und sagt so, okay, diese Sache ist schon mal abgehakt, wir glauben. Ey, das mit dem Gameboy war aber auch geil. Ja. Ey, das mit diesem blinden Jungen war auch krass. Ja, er hat den blinden Jungen geheilt. So Komugi-Style. Ja. Und das war einer der besseren Parts. Ich bin sogar einer der wenigen Leute, die Kid Buu feiern, weil es geht in eine ähnliche Richtung. Er ist dann einfach nur noch böse. Er ist furioser. Gibt es keine Diskussion mehr, es gibt kein Gerede mehr. Mhm. Er geht rum und zerstört alles. Das habe ich auch irgendwie gefeiert, weil davor hattest du immer noch ansatzweise Motivation und du konntest auch ein bisschen mit denen so diskutieren, so, auch wenn es sich geholfen hat.
Aber dem brauchst du nichts sagen. So. Das ist einfach eine Naturgewalt. Ja, oder, ja, sag mal. Das Geile ist, man musste halt so einen Deppen verarschen. So. Du wusstest genau, wenn du bei dem Deppen ein bisschen was falsch machst, so, du den falschen Punkt triggerst, ja, dann kann der alles ficken. Das ist wie so ein Kind, der so eine Atombombe mit sich rumträgt. Ja. Und du sagst so, lauf langsamer. Oh, nein, nein, lauf schneller und so. Das ist cool an dem. Er ist halt so furios. Bisschen wie Toji, nur länger gezogen. Dass du die ganze Zeit denkst, was macht dieser Spacko als nächstes? Alter, diese Gameboy-Szene war so genial. Mr. Satan wollte sich halt einschleimen, weil Boo gibt ihm so einen Gameboy und Boo zockt und zockt und zockt. Auf einmal rastet er so aus, man sieht so, wie Qualm aus seinem Kopf kommt. Er sagt so, das ist viel zu schwer. Und dann drückt Mr. Satan auf den Knopf und der Gameboy platzt. Und er denkt, er hat ihn damit erledigt. Hey. Das war auf jeden Fall einer meiner Lieblingsmomente, oder, diese ganze Satan-Geschichte. Oder noch vor Satan, als Boo diese Machtspielchen mit Babidi gespielt hat. Babidi wusste ja gar nicht, ob er dem 100% vertrauen kann. Ja. Sie waren im Kampf gegen den dreifachen Super Saiyajin. Dann sagt Babidi, los, besieg ihn. Und Boo fühlte sich dadurch beleidigt. Boo hat auch einen gewissen Stolz. Er sagt, was sagt der Penner mir, was ich machen soll? Ich bin stärker. Und dann sagt Boo zu Babidi, wenn du mich in mein Ei einsperrst, dann tötet er dich. Also mach das lieber nicht. Solche Sachen. Aber hat er nicht später bei Bibi auch den Kopf abgeschlagen? Das ist das, was ich meine mit Scary, weil du hast immer dieses so, du weißt nicht, wie er reagiert. So, du könntest so cool sein die ganze Zeit bei ihm und du sagst irgendwas, das ihm nicht passt. Und weil er ein Kleinkind ist und ausrastet, schlägt er dir einfach den Kopf ab. Nee, Kind mit einer Atombombe. Leute, es gibt da so eine geniale Szene. Es ist so eine vergessene Szene, die sich kein Schwein in den Kopf ruft. Ne? Boo zerstört die ganze Stadt, aber er ist halt so ein kleines horny Kind. Auf einmal sieht er so ein hübsches Mädchen dort und er kommt so auf sie zugelaufen. Erinnerst du dich, Raphael? Er kommt so auf dieses schöne Mädchen zu und die ist natürlich komplett perplex und scheißt sich in die Hosen. Und Boo formiert so seinen Mund zu so einer langen Lanze, wo vorne die Lippen sind. Er sagt so, gib mir einen Kuss. Also, das Mädchen kriegt dann noch mehr Schiss. So, auf einmal, Boo sieht so auf den Boden, so eine Zeitschrift, da ist so ein Model drin, ne? Ja. So ein männliches Model. Er denkt so, okay, sie steht auf solche schönen Kerle. Er nimmt so seine Hand und formt sein Gesicht so um zu dieses Model-Gesicht, aber sein Körper ist auch noch so fett. Und dann sagt er, okay, küsst mich jetzt mit dieser Lanze vorne. Und sie scheißt sich noch mehr in die Hose und Boo rastet dann aus und verwandelt sie in Schokolade und fertig. Ey, das war geil. Das Unterhaltsamste. Und das meine ich. Boo hat Humor. Und das eine letzte Sache, Leute. Ich schwöre es euch, wenn ich über Dragon Ball rede, gerate ich in Schwärmen. Es gab am Ende noch im finalen Akt, gab es einen Kampf zwischen Boo und Boo halt, dem guten Boo und dem bösen Boo. Da hat der Typ versucht halt, seine Freunde zu verteidigen, Mr. Satan zu verteidigen. Und man kämpft schon ein Antagonist gegen sich selber in personifizierter Form. Das war cool, ja. Das darf man auch nicht vergessen. Aber jetzt kommt halt der Teil, der für mich reingeschissen hat. Und das ist alles zwischen Fat Boo und Kid Boo. Das mochte ich alles gar nicht. Der graue Boo, der lange Boo, Super Boo und alles Mögliche, das war einfach zu viel für mich. Und das ist auch, warum der Arc für mich nicht hundertprozentig funktioniert, weil das fühlt sich einfach langgezogen an. Und deswegen kann ich ihn auch nicht so hochranken, wenn wir sagen, wir machen generell alles über Boo so. Meinst du diese Herleitung, wie dieser graue Boo entstanden ist? Oder? Nee, einfach, dass er existiert, finde ich nicht so cool. Ich hätte es cooler gefunden, wenn wir einfach mehr mit dem Fat Boo gemacht hätten und der sich weiterentwickelt. Aber da hätten wir nicht so einen bösen Antagonisten irgendwann. Ja, aber ich weiß, also, Anton, was sagst du? Ja, also, ich finde Anfang und Ende vom Boo halt nicht so geil, ne? Bisschen wie bei Eisen auch. So, also, ich finde, das waren einfach zu viele Transformationen auf allen Seiten, so. Dann, okay, da haut uns immer noch aufs Maul, dann fusionieren wir uns halt und dann machen wir noch Super Saiyan hier und da und dann fliegen wir noch 500 Mal um die Erde, bevor wir gegen ihn kämpfen. Ich finde, das hat alles ein bisschen, also, Boo an sich war auch ein bisschen lächerlich geplant. Ne? So, er ist ein lächerliches Wesen, ein lächerlich starkes Wesen mit einem lächerlichen Charakter. Aber ich bin kein Fan, wie er introduced wurde, ich bin kein Fan, wie er rausgenommen wurde. Bisschen wie bei Eisen so. Er war so overpowered und dann kommen die ganze Zeit diese Transformationen und so. Da fand ich es cooler, wie Mr. Satan das probiert hat. So. Hat zwar nicht geklappt, aber das ist das, was mir an Boo gefällt. Dieses Kind mit der Atombombe. Wie es am Ende dann gelaufen ist, ist nicht mein Bier. Ja, das Ende war auch gut, dass Boo wiedergeboren worden ist als gute Person. Und das gibt dann auch nochmal 100 neue Interpretationsmöglichkeiten, wie es zu Ende geht. Ich meine halt ein bisschen so das davor, wie sie dann mit der Fusion das gemacht haben und so. Ich finde, das waren zu viele Transformationen einfach. Ich finde, Dragon Ball hat mit Transformationen beim Boo-Arc reingeschissen. Ich finde nicht, Mann. Ich finde, Fusion ist eine der coolsten Konzepte überhaupt. Zwei Figuren, die sich vereinen und dann auch noch zwei Leute, die sich hassen. Ich finde das ziemlich interessant. Ich würde B sagen. Ich würde auch B sagen. Ich sag A, aber die zwei wollen es nicht verstehen. Ich will mal schauen, neben wem er steht, ne? Weil die letzte Folge so lange her ist. Neben Obito sehe ich, neben Twice sehe ich auch,
Neben Sukuna sehe ich auch, neben Blackbeard und neben Kaiba. Bruder, haben wir Sukuna und Blackbeard auf ein Tier gepackt, Mann? Ja. Alter, findet ihr, das ist gerechtfertigt? Ich finde schon. Echt? Also mir fehlen noch 3 Folgen, bis ich mit der 2. Staffel von JJK fertig bin. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt von Sukuna. Aber bis jetzt... Der hat ja noch gar nichts gemacht bei dir, wo du bist. Ja. Da kommt noch einiges. Ja. Da kommt noch einiges mit Sukuna, ja. Gut, der Manga ist jetzt fast vorbei. Vielleicht können wir es mal in der Zukunft revidieren. Ja, safe, ja. Aber ich finde, ich sehe den auf dem Tier. Ich finde, schau mal, wer ist besser? Obito oder Bu? Bu. Ich sag Obito. Och, Mensch. Aber irgendwie schwer, Alter. Ja, schwer zu vergleichen. Obito ist halt so ein Keck, ne? Also ich mag ihn nicht. Obito ist ein Keck und er ist nicht lustig und humorvoll. Doch, als Tobi war er schon lustig. Als Tobi, ja. Aber ich finde nichts im Vergleich zu dem und Bu. Ich finde, in diesem Tier habe ich einfach ein bisschen mehr auch Akzeptanz für Aura-Points. Und so cool hat Aura-Points. Ja. Ich bin auch nicht so super krass auf Writing. Bei S-Tier sage ich dann, okay, da muss das Writing perfekt sein. Alter, von all denen hätte ich am liebsten Dämon Buu als meinen Freund. Bist du sicher, Alter? Ja. Oder wobei, nee, am Ende will er mich knutschen. Okay, machen wir B. Machen wir B. Sukuna oder Buu? Raff. Ich sag easy Buu. Das sag, glaube ich, nicht Sukuna. Das finde ich schwer, Sukuna oder Buu. Sukuna hat einfach eine coolere Ausstrahlung, finde ich. Ja. Ich finde nicht mal so cool. So cool finde ich die Ausstrahlung gar nicht. Der sitzt die ganze Zeit auf seinem scheiß Thron und sagt dann, nee, das kannst du mit mir nicht machen. Hast du das in Shibuya Arc schon gesehen, wo er da wo er diese Bombe da gezündet hat? Wo er so rumgeäumelt hat und ja. Wo er gegen Mahoraga gekämpft hat. Bro, der Mahoraga-Kampf war krank. Warte mal. Ich habe Angst, dass ihr gerade was erzählt, was ich noch nicht gesehen habe. Hast du nicht gemeint, 3 Folgen? Dann bist du durch mit Season 2. Da muss schon passiert sein. Ja. Schon passiert er hat sein. Schon gegen Jogo und gegen Mahoraga gekämpft, beides. Ah, okay. Ja, 3 Folgen hast du jetzt eigentlich nur noch der Yuji-Kampf gegen Mahoraga. Ja, genau. Okay, okay. Die Jagd. Ja. Ich habe diesen Namen vergessen, Leute. Weil ich habe gesehen, am Ende hat er dieses riesen Schlachtfeld vor sich, was er da verbrannt hat. Das war der Mahoraga-Kampf, ja. Gut. Das war das. Gut, gut. Okay, Bro, hau noch einen raus. Das macht für ihn keine Pluspunkte, finde ich unbedingt. Leute, wir ranken als nächstes Sensui aus Yu Yu Hakusho. Ich will eigentlich S-Tier sagen, aber ich weiß nicht. Ich muss länger drüber nachdenken. Aber ich liebe die Thematiken mit seinem Verstand. Ich will nicht krass spoilern. Ich habe sowieso schon die ganze Zeit gespoilert. Ich finde, man kann das schon sagen. Bro, der Typ ist 50 Jahre alt. Ja, es ist halt so, es ist so eine Kernwende im Fightern. Das kommt ja voll später eigentlich. Aber ich sag's jetzt einfach, hört weg, wenn es euch nicht juckt. Der hat 7 Persönlichkeiten, weil er hat lange als den, wie nennt man das, Spirit Detective. Ja, Spirit Detective. Diesen Job gearbeitet, wo er geschaut hat, dass halt Dämonen einfach in der Menschenwelt keine Faxen anstellen, das was Yusuke macht. Und bei Sensui war es so, er hat eine sehr klare Schwarz- und Weiß-Ansicht gehabt, Dämonen sind schlecht, Menschen sind gut. Und irgendwann stolpert er halt in so eine Mission rein, wo da so eine Villa ist, wo reiche Leute, also Menschen, sich Dämonen gekauft haben und die halt foltern und misshandeln in allen möglichen Arten und Weisen. Und das war so etwas, was sein Verstand nicht handeln konnte, weil das keinen Sinn gemacht hat für ihn. Ne? Weil er noch alles hinterfragen musste, dass Dämonen vielleicht doch nicht alle schlecht sind. Und dann hat sich sein Verstand gespalten. Er hat sich ein schlechtes Plot-Device geklaut, das Chapter Black Tape, wo alle Schandtaten der Menschen festgehalten wurden. Und hat für sich die Entscheidung getroffen, okay, ich mache jetzt das Tor zur Unterwelt auf und ich hole alle Dämonen rein. Das ist so im Prinzip die Prämisse. Aber ich finde, die Umsetzung ist unfassbar gut, weil er ist halt... Also Toguro ist für mich so eine Art Mentor für Yusuke, wie welchen Weg er nicht gehen sollte. Mhm. Und er versucht ihn schon irgendwie zu teachen, aber er zwingt ihn auch bis ans bittere Limit. Sensui ist für mich die absolute Parallele zu Yusuke. Ja. Es ist, wie Yusuke geworden wäre, wenn irgendwie seine Erziehung noch beschissener gewesen wäre. Und deswegen ist er für mich einer der besten Villains. Ich weiß aber nicht, ob es für S-Tier reicht, Bro. Ja, also Sensui ist so ein zweischneidiges Schwert, weil man anders viel an ihm loben kann. Man kann so richtig, richtig viel an ihm loben, aber er hat auch so ein paar Macken, die man auch nicht so wegdenken kann. So ein bisschen diese Eisenmacken so. Ja. Ich bin nicht so der Fan vom finalen Fight und so. Also doch, ich mag den schon, aber ich bin nicht so der Fan davon, wie er letztendlich besiegt wurde und so. Sein Build-up war top. Also es gibt ein paar Sachen, worüber ich meckern kann, aber ich bin auch zwischen S und A, weil zu dieser Zeit gab es einfach keinen Antagonist auf diesem Level, vor allem nicht im Shonen-Bereich so. Und was die Leute auch noch wissen müssen, Sensui ist quasi Old-Gen Pain. So, bevor es Nagato gab, gab es Sensui. Und eigentlich alles, was richtig geil ist an Pain,
auch Cycle of Hatred. Alles, was richtig geil ist an Pain, ist von Sensui. Diese sieben, diese Six-Path, das ist von Sensui. Er hat diese sieben Charaktere in sich. Und dieser ganze finale Kampf, wo Naruto so ausrastet und Pain so auseinandernimmt mit seinen vier Schwänzen, war das, glaube ich, ja, basiert alles auf den Sensui-Yusuke-Kampf und so. Und Sensui wurde so schön früh im Turnier gesetupt als der Manipulator, der das alles ins Rollen bringt und so. Und ich mag auch dieses Konzept von Chapter Black, was quasi auch diesen Cycle of Hatred beschreibt, dieses unendliche Rachegefühl, dass das Böse in Menschen zueinander quasi nie aufhören wird. Ja. Und diese krasse Parallele von Sensui, das hat Pain zum Beispiel nicht, zwischen Mensch und Dämon, wie nahe die sich eigentlich sind, das, was Devilman zum Beispiel auch viel macht und so. Also der Typ hat so heftig viel zu bieten, das ist krank. Es gibt ein paar kleine Sachen, die mich wirklich, wirklich stören an ihm, aber eigentlich müssen wir ihn auf S packen. Er ist krass und man muss auch dazu sagen, diese sieben Persönlichkeiten, wir kriegen die zwar alle nicht zu Gesicht, aber die sind sehr detailliert beschrieben. Und allein die Sachen, die du da hörst, also die spielen mit sehr schwierigen Thematiken, die, glaube ich, heutzutage in Shonen, das macht vielleicht Chainsaw Man maximal heutzutage, ja, noch. Es ist sehr persönlich, sehr menschlich. Ja, ja, wo irgendwie dann mein... Erwachsen. Irgendeine Persönlichkeit, die ist für Gewalt zuständig. Der sagt halt wortwörtlich, ja, er liebt es, Kinder zu foltern, er liebt es, wenn die weint und sowas und die auseinanderzuschneiden. Das ist voll abgefuckt eigentlich, aber es, ja, ist alles dieselbe Person. Das ist so krass, ne? Weil die sind auch nicht, das ist nicht so simpel, das sind einfach die sieben Todsünden oder so. Oder das sind einfach die, sondern es ist wirklich so durchdacht. Eine Persönlichkeit ist weiblich, eine Persönlichkeit liebt Waffen und so. Ja. Es ist so, keine Ahnung, ich mag es auch, dass du nicht so viel erfährst. Aber immer wenn du was erfährst, denkst du, Alter, ich will mehr über diese Persönlichkeit erfahren und so. Und irgendwann fragst du dich auch, wer ist er eigentlich wirklich? Ja, es ist zwischen Genie und Wahnsinn so. Ja. Es gibt so einen Punkt im Kampf, ich weiß nicht mehr, was da genau war, aber Yusuke sagt irgendwas oder schlägt irgendwas vor. Und er sagt, okay, ich bespreche das kurz. Und dann steht er halt wirklich so da. Mhm. Und er redet in den Kopf mit den ganzen Persönlichkeiten und die handeln geradeaus. Zu krass. Und das sind was für sie. Und das sind so geile Sachen. Ich mag auch seinen Enddialog, wo er quasi diese Katharsis reinhaut. Okay, das war gut, wie der Kampf jetzt für mich geendet ist, weil das ist so, wie ich es eigentlich verdient habe für all das, was ich gemacht habe. Aber er schwächelt in gewissen Punkten. Das stimmt schon. Ich finde, Toguro ist durchgehend stabiler. Ja. Und bei Sensui, manchmal musst du ein bisschen für dich selber mehr abkaufen, als da eigentlich genau, ist. Genau, ja, es bröckelt irgendwie ein bisschen mehr. Du weißt auch nie bei den Persönlichkeiten, wie viel davon so geplant war, wie viel du noch daraus machen wollt. Toguro ist für mich so clean. Ich mag ihn zum Beispiel auch mehr. Ja. Aber auch nochmal zu dieser Pain-Thematik. Diese Parallele Naruto-Pain ist so geil, ne, dass sie so, dumm gesagt, den gleichen Background haben, den gleichen Sensei. Der eine ist quasi gone bad, der andere ist gone good. Und das ist bei Yusuke und Ding auch so, aber auch noch mal besser. Ich finde das noch mal besser. Du siehst, du machst ja richtig Sorgen um Yusuke, wenn du diesen Psycho-Sensui siehst. Die haben ja auch interessante Diskussionen, weil Sensui versucht auch ihn ein bisschen so zu bekehren und sagt so, ey, Menschen machen das und das, du siehst es, die schlachten sich die ganze Zeit ab, wäre das nicht besser und so. Und Yusuke kommt zwar nicht mit geilen Argumenten, aber das ist auch der Punkt für sein Charakter. Im Gegensatz zu Naruto, der quasi aus meiner Sicht quasi so über sein Kampfgewicht zu versucht zu diskutieren. Ja. Yusuke weiß, wer er ist und er sagt, nee, kaufe ich den nicht ab, ich scheiß drauf. So. Du laberst scheiße, sehe ich nicht so. Togashi würde diese Grenze niemals überschreiten und dein Talk nur Jutsu pullen. So. Ich finde auch bei Naruto Pain, bis dahin war das geil, die Dialoge von denen. Und so. Bis dahin war das super. Aber komm, ich sag S. Ich sag auch S. S oder High A. Ich enthalte mich, Leute. Das ist ein geiler Charakter. Soll ich mir den Anime reinziehen, Raphael, oder den Manga lesen? Lieber den Manga. Der Anime strauchelt sehr schwer ab dem Ende. Echt? Die Animation lässt sehr stark nach. Und den Chapter Black Arc. Aber diese Animation hat einen Charme, finde ich. Dieser 90-Style ist schon sehr attraktiv. Sieht auch gut aus, bis zu Chapter Black, und dann wird es richtig schlecht an ganzen Stellen. Denen ist das Geld irgendwie so ausgegangen. Ja, was halt interessant ist, diese Animation ist ein bisschen das, was Naruto, Bleach und One Piece früher gemacht haben, dass du gemerkt hast, in bestimmte Situationen wurde viel Geld reingeputtet und in andere nicht. Manchmal macht es auch keinen Sinn, weißt du? Du merkst so, ah, okay, Dark Tournament, Butter in jede Folge Geld rein, obwohl manche Folgen gar nicht das wert waren, so viel Geld zu kriegen. Aber das war dieser alte Style, dass sie das wie so ein, dass sie das so versucht haben zu portionieren und so. Ey, ich will noch einen Antagonisten, bevor die Folge vorbei ist. Let's do it. Da bin ich auch sehr gespannt. Wie sage ich das, ohne zu spoilern? Ich glaube, das spoilert nicht. Vater aus Fullmetal Alchemist. Oh, das ist interessant. Wir haben noch keinen einzigen Fullmetal Alchemist-Antagonisten in unseren allen Listen, glaube ich, gemacht. Auch nicht im Prota. Habe ich vorhin gesehen. Wir hatten Edward noch nicht besprochen. Was sagt ihr? Weil für mich, ich musste an ihn denken wegen Sensui, ne? Ja. Weil die Homunkuli, die sind ja eigentlich auch Fragmente von ihm. Ja. Und irgendwie setzt sich sein Charakter aus den Homunkuli zusammen. Und er hat ja auch 1000 Leute in sich drin, wegen den Seelen und so, ne? Ja. Also ich glaube nicht, dass
die Mangaka irgendwie von Sensui beeinflusst war oder so. Also könnte sein, aber es ist ein super ähnliches Konzept. Ein, ja, und ich, ist schon weit entfernt. Und Fada ist irgendwie so die perfekte New-Gen-Version von Sensui ein bisschen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich muss sagen, ich mag ihn als finalen Fight, aber ich feiere ihn gar nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin. Ich vergesse ihn immer. So wie alles an Fullmetal Alchemist. Also ich finde alles gut, aber ich vergesse es immer. Ja. Also feiert ihr den Anime nicht, oder was? Doch, aber keine Ahnung. Warum vergisst ihr das denn? Bro, keine Ahnung, Fullmetal Alchemist, ist irgendwas stimmt damit nicht. Aus irgendeinem Grund scheiße ich da mal drauf. Es ist halt sehr clean gehalten. Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht so sauber, dass es so keine Ecken mehr hat. Ein bisschen, ja. Für mich ist Fullmetal Alchemist so der perfekte Shonen. Das ist der perfekte Einsteiger. Ja. Wenn jemand noch nie Shonen gesehen hat, du zeigst ihm das, weil da ist nichts Dummes drin oder zu crazy oder sonst irgendwas. Aber dafür sticht halt auch nicht viel raus. Bei dem. Ja. Ist besser als JJK? Zum Beispiel. Safe, locker. 100%. Locker. 10.000 mal besser. Für viele ist ja JJK so der perfekte Einsteiger. Na, das würde ich, also das, okay. Ja. FMAB ist auch ein besserer Einsteiger. So. Okay. Also bei Vater ist es so, das ist wieder einer dieser Anime-Charaktere, die sind für mich ein Konzept. Und das Konzept bei Vater ist das Verlangen nach Wissen. Mhm. Das ist, was ihn definiert. Das ist, was seine ganzen Handlungen definiert. Aber dementsprechend hast du auch nicht viel mehr als das. Das meiste an Persönlichkeit aus meiner Sicht kommt am Ende, wo Vater nochmal so konfrontiert wird von einer äußerlichen Force, die noch größer ist als er. Aber an sich ist er ist gefühlt einfach da. So. Weißt du, was ich meine? Er ist für mich eine bessere Kaguya. Wo man weiß, er ist so die ganze Zeit da und er hat diesen Plan. Boah, das ist schon gemein, Alter. Aber bei ihm ist es besser umgesetzt. Weil ja, viel besser. Das Ding ist, du hast diesen massiven Plan, aber alles andere ist gerade wichtiger und er kommt dann am Ende. Ja. Das ist dann der finale Fight. Aber das, weißt du, so Bradley wäre für mich mehr. Ich weiß, was du meinst. Also ich find Vater auch besser als Bradley, aber ich weiß schon, was du meinst. Er ist viel weniger ein Charakter, der für sich steht, als er ist eigentlich der rote Faden, der Hauptplot von FMAB, safe, so ein bisschen. Safe. So ein bisschen wie Gendo in der originalen EVA-Series. Er ist viel wichtiger für den Plot, weil, keine Ahnung, willst du die Homunkuli zu seinem Charakter zählen oder nicht? Es ist schwer zu sagen, ne? Das ist mega schwer. Und zum Beispiel dieser Plot-Twist mit diesem Glas und dann wie Vater wird quasi, ich finde das todesgeil. Das ist auch geil. Weniger seine Persönlichkeit, als dass es einfach ein geisteskrank geiler Plot ist mit einem geilen Reveal und so. Der ist ultra schwer zu beurteilen und ultra schwer zu ranken, finde ich. Findest du Bradley besser, oder? Ja, weil da ist er, also ich will ihn auch nicht overraten, ne? Das ist natürlich auch viel cool ist, wo er diesen scheiß Panzer auseinandernehmen mit seinem Schwert. Das ist halt einfach geil, so. Ja, Mann. Das ist schwer, weil ich finde. Warum denkt man nie über die nach? Warum vergisst, keine Ahnung, Fullmetal Alchemist aus irgendeinem Grund, mein Gehirn hat kein Speicherslot dafür. Ich finde die schon gut. Ich finde die schon gut und ich will jetzt Favre nicht in den Dreck ziehen. Der hat seinen Job gut gemacht, meiner Meinung nach, als finaler Villain. Aber für mich ist er halt, ja, er ist so die Definition von den Endvillain. Er ist so der Endboss. Ja. Du weißt, er ist da und dann eigentlich wartest du, bis er kommt. Aber jetzt sind erstmal die anderen Sachen wichtig, bis wir da hinkommen. Dann ist er da, er kriegt aufs Maul und dann kriegt er noch seine Packung am Ende. Ja. Deswegen das Endgespräch, das fand ich am interessantesten, wo dann wirklich nochmal seine Persönlichkeit rauskommt und er sagt, was habe ich falsch gemacht? Ich wollte eigentlich nur mehr Wissen haben, ich wollte die Welt besser verstehen. So. Da checkst du in all den tausend Jahren, die er gelebt hat, er hat nichts gelernt. So. Ja, Mann. Er sieht alles nur wissenschaftlich, Wissen, wie rational. Krieg ich Wissen, ja. Er sieht nicht die Menschen, die er da umgebracht hat dadurch. Alter, mir fallen gerade Momente ein. Ne? Alter, Harut, es gibt einen Moment, wo er ein Familienfoto macht und so, ne? So, er muss, ich krieg so Gänsehaut gerade. Und dann macht er dieses verfickte Familienfoto, gell? Und du siehst es halt nicht und dann kommt dieser Knipser und dann siehst du das Bild und er fängt einfach kurz vor diesem Foto an, so, er soll lächeln, aber er fängt so an zu weinen. Weil er emotional voll gefickt ist. Der ist einfach der ist rationales Fuck. Ja. Der ist überhaupt nicht menschlich. Warum weint er denn? Bro, weil er checkt nicht, welche Emotion er jetzt wählen soll und so. Also das hat noch viel mehr, ich will nicht zu viel spoilern, so. Es gibt schon einen Grund, warum er weint und so, aber das ist krank. Ich finde da doch übelst viel von Omni-Man zum Beispiel oder so. Ja. Wie er darüber redet, wie es ist, 1000 Jahre lang zu leben und so, was auch eine Frieren mitbringt und so. Ja. Ich sag ehrlich, es steht und fällt damit, ob du die Homunkuli in seinen Charakter reinprojizierst, nur teilweise. Mhm. Und ich finde, man muss das machen. Und für mich ist das voll der S-Tier-Contender. Ja, aber ich finde, die stehen auch irgendwie für sich selber. Weil ich liebe zum Beispiel auch diese Thematik mit Mustang und Envy, wie er den dann quasi fistet, weil er Dings umgebracht hat.
Aber das ist gut gemacht, so, weil dann kommt auch dieses Ding bei Mustang, so, er geht sich gerade diesen Monsterweg, obwohl er eigentlich ein besserer Diktator eigentlich werden wollte. Er wollte alles besser machen, aber im Prinzip geht er gerade denselben Weg wie alle anderen. Er wird geteacht, dass es keinen anderen Weg gibt. Genau, so ein bisschen. Ja. Und dafür war Envy halt richtig gut. Aber es ist schwierig, dann alle so zusammenzuballen und die in Vater reinzustecken. Ja, also Vater ist irgendwie alles und nichts, so ein bisschen, gell? Der ist irgendwie... Das ist für mich einfach ein finaler Villain. Ich komme auf Fullmetal Alchemist nicht klar, das ist echt so das perfekte Werk, aber irgendwie ist es mir auch scheißegal. Ich check's nicht, Bro. Für mich klingt das, was Raphael sagt, als ob der Typ nur so ein leeres Konzept ist, ohne Charakter. So klingt das. Ich finde, er hat nicht viel Charakter. Das ist auch irgendwie der Sinn von seinem Design, weil er ist am Anfang, hat er nicht mal einen Körper. Mhm. Ne? Bro, das ist einfach nur so eine Materie in so einem Glas, weißt du? Das ist quasi so eine schwarze Wolke mit Augen. So. Okay. Deswegen, ich glaube, das ist eigentlich die Ausgangssituation. Ja. Und ich finde, das ist das Ding. Ich finde, wenn man solche Sachen nimmt, da haben wir zum Beispiel Lane, die ist im Prinzip auch so ein Konzept. Ja. Aber da ist es interessanter umgesetzt. Genauso wie bei Rio, da geht es in eine ähnliche Richtung, dass man mit Menschen nicht connecten kann. Mehrräume ist auch ein Konzept. Genau, aber dann hast du diese persönlichen Ebenen, wo es mehr Sinn macht. Ja, Bro, aber wenn du die Homunkuli mit reinzählst als sein Charakter, dann hast du auch die persönlichen Ebenen. Weißt du, wie ich meine? Das ist voll schwer. Das ist ja der Unterschied. sagst du, die Homo, weißt, er ist ja ein bisschen wie Exodia, so. Sie sind alle ein Teil von ihm und jeder Teil ist definiert und das gibt so ein nahezu perfektes Gesamtbild. Das ist ein Charakter, der 7 Charaktere in sich hat. Mhm. Zählst du die Homunkuli nicht dazu, weil sie eben so heftig gut alleine funktionieren, die sind ja alle super gute Villains, alleine stehen, dann ist er nur noch ein Konzept. Aber ich finde, sie gehören dazu und dann ist er einer der besten Villains überhaupt. Also, aber es ist so nicht greifbar. Wenn du die mit reinziehst, würde ich echt sagen, ist schon S-Tier Contender. Aber das ist wirklich, das ist schwer, Digga. Bro, es ist so komisch, gerade darüber zu reden. Raphael, du willst nicht, ne? Ja, weil ich ihn halt irgendwie so alleinstehend sehe, weil die auch alle für sich agieren und später kommt dann auch Greed und kämpft gegen ihn und wehrt sich gegen ihn und sowas. Es sind ja auch alleinstehende Wesen so. Es ist, ich sag, Vater ist die perfekte Form von Meruem, so wie Meruem hätte sein sollen, so. Alter, ich dachte, Meruem ist perfekt und dann. Nein, Meruem ist komplett scheiße. Ja, Digga, du tweakst, Alter. Halt dein Maul. Was? Ah, nicht Meruem! Bro, ich meine, wie heißt der? Musan, Alter. Ich denke mir so, was wollen die von mir? Ich meine Musan, Alter. Ich hätte ihn fast aus dem Podcast gekriegt, Alter. Ich meine Musan, Leute. Meruem, Musan, so ähnliche Namen. Meruem sein sollte. Ah, checkt ihr jetzt, was ich meine? Ja, jetzt check ich, was die perfekte meinst. Form von Musan. Da macht es sehr viel Sinn, wegen seinen ganzen Upper Demons. Ja, bei Meruem hat es gar keinen Sinn gemacht. Die sind so verschieden. Ja. Grund auch verschieden. Lass ihn erstmal S-Tier packen. Und wenn wir hier weitermachen, ich überlege bis dahin nochmal. Ja. Ich würde jetzt sagen, S-Tier geht, weil das ist, muss ich länger drüber nachdenken. Komm, wir jagen den jetzt erstmal hoch ins S. Und damit ist die Folge vorbei, meine Freunde. Schreibt in die Kommentare, schreibt, wenn ihr eine Meinung zu Vater habt, dann schreibt es in die Kommentare. Das interessiert mich richtig krass, weil man redet irgendwie nie über ihn, obwohl er verdammt interessant ist. Und wenn ihr keine Meinung zu ihm habt, dann schreibt einfach Vater oder Falter. Ist mir scheißegal. Danke für die Hilfe, Leute. Und danke fürs Dranbleiben bis zum Schluss. Ihr seid die Besten. Check den Merch. Haut rein.